Hallo und herzlich willkommen zu Adiers Daily TV. Der Deutsche Leitindex ist in dieser Woche bisher in der Erfolgsspur. Der DAX knüpfte gestern gleich zu Handelsbeginn an die Gewinne vom Montag an. Kurzzeitig stieg er sogar über die Marke von 12.900 Punkten. Am Ende lag er bei 12.765 Zählern. Das ist ein Plus von rund 0,9% bzw. 116 Punkten. Blicken wir einmal nach Frankfurt zu meiner Kollegin Viola Grebe. Viola, die Woche läuft bisher sehr gut. Was sind denn heute die wichtigen Themen und was sind die Vorgaben für den DAX? Ja, guten Morgen aus Frankfurt. Es sieht danach aus, als könnte der DAX schon wieder freundlich in einen Handelstag starten. Gestern ist er mit einem Plus aus dem Handel gegangen von 0,9%. Zwischenzeitlich stand er ja noch höher. Und es sieht danach aus, als würden quasi die Punkte, die wir gestern dann von dem Plus so ein bisschen abgegeben haben, heute zum Start direkt mal wieder drauflegen. Themen gibt es zwar viele, aber man fokussiert sich im Moment vor allem auf die Berichtssaison. Und was da bisher so abgeliefert wurde, das kam einfach ziemlich gut an. Das haben wir gestern auch wieder an der Wall Street gesehen. Für den Dow Jones ging es am Ende aufwärts um über 1%. Und die Zahlen von Goldman Sachs, die kamen zum Beispiel gut an, waren über den Markterwartungen. Und all das schürt natürlich im Moment dann doch wieder mehr Optimismus. Jetzt muss natürlich die weiterlaufende Berichtssaison zeigen, ob der Optimismus dann auch gerechtfertigt ist. Aber gestern Abend gab es zum Beispiel noch nachbörslich Zahlen von Netflix. Und die kamen nachbörslich sehr gut an. Man hat hier bei den Nutzerzahlen und beim Ausblick die Erwartungen übertroffen. Bei uns gab es heute Morgen schon Zahlen von Sartorius und heute Abend gibt es Zahlen der deutschen Börse. Also da werden wir auch bei uns natürlich sehr genau hinschauen, was die Unternehmen so an Zahlen und Ausblicken abliefern. An den asiatischen Börsen hatten wir heute Morgen ein gemischtes Bild, aber es sieht dann aus, als würde sich der DAX eher an der freundlichen Wall Street orientieren und mit einem Plus in diesen Handelstag starten. Also die Bilanz läuft überraschend gut und der DAX wird positiv erwartet. Vielen Dank, Viola. Ja, soweit also der Ausblick auf den Handelstag in Frankfurt. Kommen wir zur Markt.de, die ist heute die Deutsche Post. Die Deutsche Post hatte in der vergangenen Woche überraschend mitgeteilt, die Prognose anheben zu wollen. Genaue Details kommen bei der Bilanzvorlage am 8. November. Die Aktie legte darauf hinzu, befindet sich seit dem Allzeithoch aus dem August 2021 aber in einem Abwärtstrend. Durch die jüngste Erholungsbewegung rückt jetzt eine wichtige Widerstandszone in den Fokus. Bei einem nachhaltigen Anstieg darüber würde sich das kurz- und mittelfristige Chartbild deutlich aufhellen. Eine ausführliche Chartanalyse finden Sie wie gewohnt unter www.ideas-daily.de. Das war die aktuelle Ausgabe von Ideas Daily TV. Vielen Dank für Ihr Interesse und bis morgen.